wie BNI mein Leben verändert hat. Naja, ich bin Architekt und ich bin vor 2 Jahren von Münster nach Wiesbaden gezogen, um mich dort selbstständig zu machen und kannte überhaupt niemanden dort. Und jetzt habe ich rumgefragt und geschaut, wie komme ich an Geschäft? Denn einen Architekten beauftragt man eben über Vertrauen und nicht über das Telefonbuch. Und da hatte ich das Riesenglück, dass ein Makler, den ich angesprochen hatte, mich mitgenommen hat zu einem Unternehmerfrühstück. Und wir haben uns dort in einer großen Runde zusammengesetzt und über Business gesprochen. Aber nicht, wie man das so üblicherweise kennt, sondern wir haben uns gegenseitig gefragt, was kann ich für dich tun? Wie funktioniert dein Geschäft? Und das hat mich überrascht. Das kannte ich so noch nicht. Und dann habe ich mich direkt entschieden, ich bin dabei. Ich habe mir sofort so ein Formular genommen und gesagt, alles klar, so kann ich Geschäfte machen. Das macht auch viel mehr Spaß als diese Kaltakquise von vorher. Und jetzt nach 2 Jahren kann ich sagen, ich habe über diese Runde von Top-Unternehmern Geschäfte gefunden und auch Folgeaufträge in dieser Runde von einem Investitionswert von über 10 Millionen Euro. Und das muss man erstmal schaffen, wenn man sich einfach nur mit Kaltakquise an den Hörer setzt. Also insofern, ich stehe absolut hinter BNI. Die Runde von Unternehmern hilft, sich gegenseitig voranzukommen. Ich kann es bezeugen. Also BNI, Beziehungen nutzen immer.